So. Wir hatten eine schwere Nebenquest. Nee. Die Rüstung kann man nicht machen. Ja, dann begeben wir uns mal zum Nagakuba. Hallo, Zeffi! Heute schon das zweite Mal. Na? Was geht? So, was ist die Aufgabe? Wir werden zu einem Nagakuba gehen. Ja, du musst ein bisschen lauter sein. Nagakuba. Was hast du ausgewählt in Starfield? Wir waren, was waren wir denn? So ein Dieb, ne? Nee, wir waren Cyber. Irgendwo. Cyberrunner, ich glaube, das waren wir auch. Ja, aber Zeffi hat damals auch gesagt, er glaubt, er spielt es noch. Ja, mit einem Cyberrunner gehen. Hast du noch was die Aufgaben gesucht? Ja, wir müssen Nagakuba töten. Das brauchen wir. Ja. Hallo Zeffi! Aber an sich ist echt, ist es auch kackegal, wie sich gezeigt hat. Achso. Hier. Danke. Ja, du kriegst da sowieso fast alle Fähigkeiten. Upsala. Upsala. Punkte hätte ich mit jeder anderen Klasse eh so schnell wie möglich geskillt. Ja. Ja. Wie weit bist du? Taugt's dir doll? Ja. Ja? Schon im Hafen. Ach, ihr habt schon genug. Ich bin auch gleich da. Wir sind aktuell am Überlegen. Wir haben heute ausprobiert, Monster Hunter Now zu streamen. Und haben mal geschaut, wie viel Internet wir verbrauchen. du Twitch, du bist da aber schon ganz schön viel. Wir haben nicht mal eine Stunde gestreamt. Oh, schneller Biss. Eine neue Attacke. Krass. Und halt Game-Slots. Wir haben nicht mal eine Stunde gestreamt. Hallo Jerry, schön, dass du da bist. Der Doc kommt gleich, der ist noch kurz weg. Wie geht's dir denn, Jerry? Naja, auf jeden Fall haben wir eine Stunde gestreamt. Monster Hunter Now. Und es hat fast 500 Megabyte gefressen. Also es ist schon, also alleine Twitch, ne? Es ist schon ein bisschen viel. Oh,
goldener Monsterbau, da gehen wir aber auf jeden Fall noch rein. Weil Gold gibt bessere Monstis. Was hast du denn genau? Und jetzt sind wir halt am Überlegen, wie wir es machen, ob wir uns eventuell einen größeren Vertrag holen oder, also mit mehr Gigabyte, oder einen Unlimited-Vertrag. Das Problem bei dem Unlimited-Vertrag ist, dass die sind einfach schweineteuer. Es gibt zwar günstige, aber im Netz von O2. Und ich weiß nicht, ob ihr O2-Erfahrungen habt, aber ich habe keine guten. Ja, und vielleicht probieren wir es erstmal mit einem größeren Vertrag, wo wir jetzt eh sind. Also wir sind gerade beim Prepaid, aber da kann man ja auch größere Pakete holen. Und ach, der macht auch Technik. Okay, dann müssen wir auf Kraft gehen. Schade. Und dass wir das einfach unterwegs streamen. Ja, also heute ist eine Powerbank angekommen. Die ist total schnell. Ich habe die gestern bestellt, heute ist sie angekommen. Mega nice. Aber die wiegt ganz schön viel, aber die, die hat vier Anstecker. Aber wir brauchen also einen für mich und einen für Doc. Und dann können wir halt draußen unsere Handys auch laden. Weil das Spiel frisst ja auch unfassbar viel Akku. Da haben wir schon mal einen Anfang geschaffen, auf jeden Fall. Halsschmerzen, Schnupfen und Husten, wobei die Halsschmerzen sogar jetzt weg sind. Bin jetzt in der Phase, wo ich Husten habe, sprich bin bald aber wieder gesund. Ah, oh, auf jeden Fall gute Besserung. Das ist ja mega doof. Erhol dich gut. Ruh dich fein aus. Ja, okay, hier geht's nicht lang. Haben wir wie immer ein paar Gegenstände noch? Schauen, was wir für ein cooles Ei bekommen. Wir probieren es mal noch weiter. Noch einmal. Yes! Ich glaube, Regenbogen, Gold, Sonnenschein ist am besten. Gehe ich mal davon aus. Jetzt stehlen wir das Ei und hoffen, nicht erwischt zu werden. Guten Abend, Cherubim. Na, wie geht's dir? Ja, auf jeden Fall wäre es voll cool, wenn wir ein bisschen Monster Hunter Now streamen könnten. Weil wir das sowieso momentan sehr viel spielen. Wir müssen in die andere Richtung. Zu diesem sehr großen Wegpunkt. Ich bin auch so froh, weil ich meine Waffe so weit heute verbessern konnte. Ich konnte jetzt auf Klasse 5 bringen. Gemma, wir müssen reden. Hast du kurz Zeit? Gemma, wir müssen reden. Oh Gott, Gemma. Ja, wie spreche ich das jetzt an? Gemma. Gemma. Du darfst aber nicht böse sein. Nein, okay, komm, wir bringen es jetzt hinter uns. Also, ich war bereits in zwei Läden. Ein vor ein paar Tagen und ein heute. Und ich war in einem sehr großen Spielzeugladen. Und, wollte eine Kleinigkeit besorgen. Und es gibt keine Pokémon-Lizenzen von Lego.
Also das existiert einfach nicht. Die haben die Lizenz von Lego, von Pokémon nicht. Deswegen kann Lego das keine Pokémons herstellen. Also ich muss bedauerlicherweise, wirklich bedauerlicherweise, mein kleines Versprechen brechen. Einfach weil es keine Pokémon-Lizenzen im Lego-Universum gibt. Genau, es gibt aber andere Firmen. Megablock heißt nämlich die andere Firma. Und da wäre nämlich meine Frage. Weil ich weiß ja, du bist großer Lego-Fan. Und ich weiß halt nicht, wie du auf andere Marken in Anführungszeichen reagierst. Ob das für dich ein Problem wäre. Weil sonst könnten wir es doch so machen, dass du dir einfach sagst, okay, du möchtest irgendwas von Star Wars oder es gibt ja auch Harry Potter Lizenz oder es gibt auch eine Minecraft Lizenz, das weiß ich, aber es gibt halt keine Pokémon Lizenz. Oder dass wir sagen, okay, dann hole ich irgendwie was von einer anderen Firma, also nicht von Lego, sondern was anderes vom Pokémon Franchise. Ach, du hast das schon mal was gekauft. Also wie würden wir es denn handhaben wollen? Möchtest du etwas von einer anderen Firma, also nicht Lego im Pokémon-Universum, oder möchtest du was von Lego, aber dafür ein anderes Franchise, also sowas wie Star Wars oder was weiß ich, was du halt bevorzugst? Oder möchtest du, dass die Maxi was stickt? Habt ihr den Move gesehen? Habt ihr gerade diesen Schwanz-Move gesehen? Einen Moment kurz. Habt ihr diesen Schwanz-Move gesehen? Das ist überkrass, weil diesen Move macht er nicht nur in World, sondern wenn ihr eine bestimmte Sternanzahl in Monster Hunter Now habt, ne, dann macht er sogar diesen Move auch. Die Monsters in Monster Hunter Now, umso höher die Stufen haben, also diese Sterne haben, umso mehr Moves machen die auch. Wie war's denn im Urlaub, Cherubim? Mir vollkommen egal, was du mir geben magst. Das ist eine Antwort, da kann ich jetzt gerade nichts antworten. Sehr schön, ordentlich geshoppt. Wo warst du denn, Cherubim? War Cherubim in Leipzig. Ach ja, stimmt, du warst in. Nee. Warst du in Leipzig? Also Lego wäre mir egal, würde mich dabei alles freuen, ob du Lego, No Name, ist egal, aber wenn es sticken mag, dann Dresden, genau, mein Lieblings-Pokémon Dresden. Du hast einfach gerade nicht getippt. Okay, wenn es dir jetzt vollkommen egal ist, dann werde ich das einfach bestimmen. Also wenn es dir wirklich egal ist, dann schaue ich einfach mal, je nachdem, ob ich was Schönes finde. Und dann rein theoretisch, dein Lieblings-Pokémon war dieses rosane Lechi, ne? Wie hieß das denn, dieses Pferd-Ding da? Nicht dieses Pferd, sondern die mit diesem langen Hufteil. Okay, was meinst du? Nicht. Wie war's denn in Dresden? Hast du dich wohl gefühlt? Sehr schön, ordentlich geschoben und entspannt. Gute Besserung, Jerry, und hallo. Was geht ab bei Zeffi? Zeffi mag Starfield. Arceus. Nee, es war nicht Arceus. Ach nee, es war Deoxys. Ja, dieses lange. Es war Deoxys. Es war Deoxys. Deoxys. Es war Deoxys. Ja, ich muss da nur nachgucken. Ja, aber welche Form von Deoxys? Starfieldo. Ich hoffe, du hast wahnsinnigen Spaß, Zeffi. Hä, war es nicht das andere? Nein, das ist. Er hat auch hier schon genau geschrieben. Das ist Deoxys. Ich vergesse es noch immer, weil Deoxys ist so ein Pokémon, mit dem ich überhaupt nichts anfangen kann. Wie, es gibt da verschiedene Formen? Da gibt es verschiedene Formen davon, ja. Vier verschiedene, ne? Ich weiß nicht, wie viele es sind. Sind die hier? Ich glaube, ja. Deoxys. Normal, Angriff, Speed und Verteidigung. Es sind also vier. Und welches findest du am coolsten?
erstmal sehr schön da. Freut mich, Cherubim. Was geht sonst so in deinem Leben? Ich finde es aber echt schade, dass Lego die Lizenz nicht hat, weil ich finde, das ist doch prädestiniert dafür, oder? Also mal abgesehen von Minecraft, aber die könnten doch da einen Arsch viel Geld machen. Pokémon ist doch eh und je beliebt. Nintendo, Lego zahlt ja für diese Lizenzen. Was hast du eigentlich heute hier gegessen, Jerry? Jerry ist da. Hab ihn schon begrüßt. Was macht er denn? Ich glaube Technik. Technik, ja. Habe meinem Team ein Shiny Speed Deoxys in Nicht-Shiny Speed und Verteidigungsform Beo-Ohr. Beo? Scammer ist so ein Shiny-Mensch, oder? Was ist das? Ich bin ein Shiny-Mensch. Oh, ich hab einen Tinnitus. Bitte. Das hört so nicht auf. Oh, er ist Omega Rubin. Ach so, Omega Rubin hast du auch richtig viel gespielt. Ja. Omega Rubin war nice. Nee, bin ich so Shiny Hunter, war nur Glück. Ich finde Shinies voll cool. Ich jetzt auch zu flexen, ne? Um zu flexen. Ich habe einen Shiny Shaman. Omega Rubin war die beste Edition. Nein. Also von den neuen auf jeden Fall. Pixar didn't happen. Ich kann auch vom echten Foto machen. Ja, mir geht's ganz gut, Jerry. Schön, dass du da bist. Also meinst du jetzt vom Shiny? Shiny? Nachfrage. Was gab's heute bei dir zu essen, Jerry? Und dir geht's nicht so gut, habe ich gelesen. Nee, er ist sehr krank. Das ist sad. Gute Besserung. Er sagt, es wird schon besser. Sehr schön. Er ist jetzt in der Phase von Husten. Krank sein ist scheiße. Was war eigentlich deine erste Edition, Gemma? Ich glaub dir das auch so, Maxi. Zeffi, weißt du, wer übermorgen Geburtstag hat? Ich weiß, ihr freut euch alle auf morgen. Aber es gibt auch Menschen, die sich auf übermorgen freuen. Ich hatte eigentlich überlegt, die TGS zu streamen. Das darf man, glaube ich, nicht. Ich weiß aber nicht, wie das da mit den Rechten ist. Bis gleich, Gemma. Viel Spaß beim Duschen. Viel Spaß. Bis dann. Matschlauf. Also ich würde mich echt richtig krank freuen, wenn die tatsächlich Monster Hunter World 2 ankündigen. Goldene Dusche? Wie geht's? Hallo Jean, was geht ab? Schön, dass du da bist. Jean, hallo Max. Wir haben heute ein Autonummernschild gesehen, wo MAX war. Nee, gestern. Heute. Gestern. Es war dunkel. Bist du einfach random irgendwo hingelaufen? Nö, ich bin zum Nagakuri gelaufen. Klatschen wir noch den King Luther weg. Jerry, hast du Haustiere?